So, und jetzt kommen wir zu dem Ulti-Video. So, die schreckliche DS-Version von Super Mario 64. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder seiner Meinung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen werden, hä, Mario 64 DS war geil. Ich habe das geliebt. Das ist doch meine Kindheit. Alte Spiele bekommen oft nach gewisser Zeit Remakes. Ist an sich nichts Ungewöhnliches. Game Design sowie grafische Ende Möglichkeiten dein! entwickeln sich mit der Zeit weiter und es ist schön, seine Lieblingsspiele auf dem aktuellsten Stand zu sehen. Über manche Remakes redet aber so gut wie niemand. Wahrscheinlich, weil sie einfach nicht so gut sind wie das Originalspiel. Und dann gibt's noch Mario 64 DS, was eine komplette Shitshow ist. Wie kommt Krass, es. Ulti findet das richtig kacke, das Game. Dass das Originalspiel so eine große Community hat und man über die neuere Version des Spiels eigentlich gar nichts mehr hört. Ich habe vor Das kurzem stimmt, den also DS. man hört super wenig. Die Sache ist, wenn man darüber redet, dann gibt es super viele Leute, die sagen, ich habe das geliebt als Kind, aber heutzutage, also in der aktuellen Zeit, hat es keine wirkliche Relevanz. Mario 64, das normale, hat eine extrem hohe Relevanz, weil es gibt super interessante Mods, es gibt den PC-Port, es gibt diese Creepypastas, es gibt Speedruns. Mario 64 ist, glaube ich, das Game, was bei den Speedruns am beliebtesten ist. Ist halt einfach ein krasses Game mit super viel Relevanz. S-Ableger das Obwohl es erste ein Mal Remake gespielt und ist. ich denke, ich verstehe, warum das so ist. Fangen wir an. Let's go! Destroyer hat geschrieben, also ich finde Steuerkreuz auch heute noch besser als Control Stick. Bro. Sorry, aber das ist schon keine Meinung. Das ist Cap. Das ist Cap. Also wer sagt denn, yo, in einem 3D-Spiel, wo man sich überall hinbewegen kann, bewege ich mich lieber mit dem Steuerkreuz als mit dem Stick. Das ist Cap. Das ist, nee, komm, laber nicht. Das ist so ein Bullshit. Ich möchte mit dem Video übrigens auf gar keinen Fall die tatsächlich existierende Mario 64 DS Community dissen. Steuerkreuz ist halt geil bei einigen 2D-Games. Aber bei einem dreidimensionalen Spiel, vor allem Third Person, wo du überall rumläufst und so, das ist absolut Krebs. Respekten. Mir geht's hier eher um den größten Unterschied dieser Communities. Mario 64 ist an sich so ein riesiges Flaggschiff. Es war nicht nur das erste Mario-Spiel in 3D, sondern hat in gewissermaßen ein gesamtes Genre revolutioniert. Ganz abgesehen von dem Fakt, dass es bis heute immer noch tausende Leute spielen, große Simply! Streamer und YouTuber es spielen und bis heute neue Sachen entdeckt werden. Es ist schwer, gegen ein solches Spiel anzukommen, deshalb irgendwo klar, dass die DS-Version automatisch. Tekken Street Fighter und so weiter und so fort ist mit Steuerkreuz viel besser. Ja, aber das ist was ganz anderes. Also das Spiel ist zwar 2D, also das Spiel ist zwar 3D, aber mit 2D-Ansicht. Also man guckt ja trotzdem von der Seite, weißt du, wie ich meine? Und bei Kampfspielen macht das ja auch Sinn. Also bei Smash nicht unbedingt. Smash wäre nicht gut mit Steuerkreuz, aber bei Tekken klar. Aber da muss man differenzieren. So ein bisschen im Schatten steht. Aber ist das wirklich verdient? Ja, das Spiel ist schrecklich. Bevor ich hier aber ins Detail gehe, das hier soll keine objektive Review oder sonstiges sein, sondern halt einfach nur meine Meinungen. Wenn du Spaß mit dem Spiel hattest, ist es mega nice und ich will dir hier gar nichts madig reden. Ich will einfach nur meine Ich Eindrücke. meine, guck mal, die Sache ist halt die, ich akzeptiere die Meinung und den Geschmack anderer Leute. Aber ich kann es, also es gibt echt weh, es gibt viele Sachen, die ich auch nachvollziehen kann. Aber den Steuerkreuz so grundsätzlich, so auf der Welt, Steuerkreuz besser als einen Analogstick zu finden, das sind so, das verstehe ich nicht. Drücke zu diesem Spiel schildern. Jetzt, wo das geklärt ist. Mario 64 DS war ein Launch-Titel für den DS und ist dementsprechend schon fast 20 Jahre alt. Genau wie der DS. Wir werden alle alt und steuern auf unseren unvermeidbaren Tod zu. Der Oh einzige yes. Grund, warum das Spiel existiert, könnte man sagen, ist dementsprechend eigentlich nur, um zu zeigen, wie viel Power das Gerät hat. Spiele auf dem Vorgängergerät sahen. Das ist auch übertrieben krass. Das kam nicht für 3DS raus, sondern auf dem normalen DS. Und der normale DS ist aus heutiger Sicht echt weak. Und dass er trotzdem Mario 64 DS lief, das ist schon krass. So aus. Jetzt ein Handheld-System zu haben, auf dem eine dreidimensionale Welt zum Na, Laufen auf dem gebracht normalen werden DS kann, einfach. das ist insane. Auch wenn sich im Laufe der Lebensspanne die meisten Entwickler dann doch eher auf 2D-Pixel-Optik spezialisiert haben, muss man mal Respekt zollen, dass der DS sowas gehandelt hat. Direkt in der Anfangscutscene wird klar, dass hier einiges verändert wurde. Peach lädt Mario auf einen Kuchen ein und er bringt einfach direkt den Whole Squad mit. Luigi und Wario sind mit Finde ich von der auch geil. Partie und warum. Peach lädt einfach nur Mario ein. Hey, lass uns zweit Kuchen essen. Okay, ich bringe meine Jungs. Boys, kommt mit. Wir gönnen uns Kuchen von Princess Peach.
Warum zum Fick wird nie erläutert, sind die nicht eigentlich befeindet oder so? Was nachdem die drei aber verschollen gehen, wird Yoshi damit beauftragt, sie zu retten und so fängt das Spiel an. Damit hat, denke ich, niemand gerechnet. Wir spielen nicht Mario in Mario 64 DS, beziehungsweise zumindest noch nicht. Wir ohne müssen meinen erst Typ. Nach und nach alle Charaktere freischalten und können zwischen diesen Charakteren tauschen. Der Hauptgrund, wieso das gemacht wurde, ist, dass es nun viele neue Missionen im Spiel gibt und viele von diesen sind nur mit einem bestimmten Charakter und dessen Kraft lösbar. Da ist ein riesiger schwarzer Stein in unserem Weg. Nimm Wario, mit Wario, um seiner Power mit zu zerstören. Ja. Da ist ein Gitter an deinem Weg. Nimm Luigi und werd transparent. Das Ganze wurde aber das ist halt auch irgendwie dumm. Also, dass man irgendwie die Metallcap nur mit Wario nutzen kann, dass man transparent nur mit Luigi werden kann. Ich glaube, für jemanden, der Mario 64 DS vor Mario 64 spielt, ist das voll spannend so. Ja, Luigi, der ist dafür bekannt, dass er transparent werden kann. Mit Wario kann man zu Metall-Wario werden. Aber als jemand, der zuvor Mario 64 gespielt hat, also das Normale, und da alles mit Mario machen konnte, ist das so, warum muss ich jetzt splitten? Wieso kann ich jetzt das nur mit dem machen und das nur mit dem? Was soll die Scheiße? Nicht so gelöst, dass jeder Charakter neben Mario noch Kräfte obendrauf bekommt, sondern so, dass alle Charaktere in unterschiedlichen Bereichen komplett genervt wurden. Wario ist zum Beispiel komplett am Arschen, ist langsam und kann nicht hochspringen, was ihn neben seiner Stärke quasi komplett unfähig für alle anderen Sterne macht. Kein Charakter außer Mario kann den Walljump. Das ist auch so dumm. Das ist, man nimmt einfach den, man nimmt einfach allen den Walljump weg und nur Mario ist der Einzige, der das kann. Richtig harte Einschränkung im Platforming mit jedem Charakter aber außer Mario. Aber ich glaube, Luigi ist trotzdem OP. Ist, was einfach super nervig beim Spielen ist. Dazu kommt noch, dass jeder seine eigenen Items hat. Im Original war es so, dass es verschiedene Blöcke gab, in denen verschiedene Mützen drin waren, die einen Kräfte gegeben haben. Im DS-Teil gibt es nur noch einen Block und für jeden Charakter ist eine andere Kraft drin. Yoshi kann Feuer spucken, was man legit an so zwei stellt. Das klingt zwar auf Papier irgendwie nach einer guten Idee, aber wenn das, guck mal, das ist ein Remake. Das ist ein Remake von Mario 64. Und bei Mario 64 kannst du alles mit einer Person machen und jetzt musst du auf einmal so, du realisierst, okay, hier komme ich nicht weiter, hier ist ein Gitter, fuck, ich muss Luigi nehmen. In einem Spiel braucht Mario bekommt die Wing Cap, Luigi die Invis Cap und Wario die Metal Cap. Dieses Aufsplitten sollte eine lustige Idee sein, das Gameplay zu ändern, aber ist am Ende des Tages einfach nur nervig. Dadurch fühlt man sich mit keinem spielbaren Charakter so wirklich wohl und ist gezwungen immer zu wechseln, also man ist irgendwie mit jedem gehandicapt. Das ist an sich natürlich keine neue Sache und haben schon viele Videospiele gemacht, aber die Umsetzung ist hier so ranzig. Es kann sein, dass du in einer Welt 7 rote Münzen gesammelt hast und dann bei der letzten merkst, yo, ich brauch Yoshi, um die letzte rote Münze. Und du kriegst Yoshi dann nicht. Also es gibt da keine Yoshi-Cap oder so. Das heißt, du verlässt das Level, holst Yoshi und machst die ganze Mission nochmal. Game Design! Sammeln und dich dann killen musst, weil du in der Welt deinen Charakter nicht switchen kannst. Das ist so dumm. Du musst entweder in einen ganz bestimmten Raum im Schloss gehen und den Charakter deiner Wahl dort auswählen oder eine Kappe in der Welt einsammeln, die verstreut irgendwo rumliegen. Ein paar Probleme ergeben sich hierbei aber, nämlich erstens macht es keinen Spaß, ans andere Ende der Map zu laufen, nur um deinen Charakter zu switchen, deine viel zu spezifische Fähigkeit hat, die du an genau dieser einen Stelle brauchst. Und zweitens, wenn du Yoshi brauchst und ihn nicht ausgewählt. Ich glaube, wenn ein eigenes Spiel wäre und kein Remake, wäre es vielleicht besser. Ja gut, aber wenn sich das Spiel nicht als Remake bezeichnen würde, wäre es trotzdem ein Remake. Also das ist ja Mario 64. Hast, nur halt du anders. Buchstäblich am Arsch, weil zu ihm kannst du innerhalb eines Levels nicht wechseln. Das ist es so empfiehlt dumm. Sich daher einfach mit Yoshi zu starten und dann innerhalb eines Levels die Kappen einzusammeln. Ja, einfach ist das überall mit Yoshi Sinn reingehen. Hinter einem solchen Super System? Yoshi 64. Ich weiß ja nicht. Es kam mir manchmal so vor, als wäre das gesamte Game Design darauf ausgelegt worden, so wenig Spaß wie möglich zu machen. In TikTok. Ja, auch warum? Also ich bin kein Fan von diesem Power-Up. So, ich meine, man spielt einen Platformer. Nur um dann über alles drüber zu fliegen? Come fucking on. Ich meine, selbst mit 2 oder 3 hätte mich das gestört. Wäre das gesamte Game Design darauf ausgelegt worden, so wenig Spaß wie möglich zu machen. In TikTok Clock gab es beispielsweise einen Stern, der in einem Käfig drin war und den konnte man durch eine kleine Öffnung einsammeln. Jetzt wurde diese Öffnung aber entfernt, was bedeutet, dass wir erstmal die Luigi-Cap Luigi. Suchen müssen, dann die Itembox suchen müssen und dann zurück zum Käfig gehen müssen, um durch das Gitter durchzugleiten. Das sind Schritte, die einfach nur Das finde ich aber persönlich nicht so schlimm. Also ich finde, das ist tatsächlich eine okay Idee. Aber ich muss sagen, die Tatsache, dass hier jetzt auf einmal ein Boden ist bei TikTok Clock, ich glaube, viele würden sagen, ist besser so,
weil es nervt, bei TikTok-Clock immer runterzufallen und dann neu anzufangen. Aber irgendwie sieht das so ein bisschen billo aus mit diesem riesigen Boden, damit man bloß nicht mehr runterfällt. Und ja, alles ist so viel einfacher. Und ich denke mir, Bro, ich will die Challenge. Man muss nicht immer alles Pussy machen. Gleiten. Das sind Schritte, die einfach nur zäh sind, anstatt dass sie was zum Spiel beitragen. Das alles hätte man eventuell so ein wenig retten können, indem man innerhalb der Level vielleicht einfach mit einem Klick zwischen den Charaktern switchen könnte, aber so ist es leider einfach wirklich nervig und zieht alles in die Länge. Apropos in die Länge ziehen. Es gibt nun statt 120 insgesamt 150 Sterne zum Einsammeln. Anstatt dass man coole Sterne einfügt, sind das aber Sachen wie besiege König Bob Omb einfach zweimal. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum muss man den jetzt auf einmal zweimal bekämpfen? Oder sammel die random versteckten silbernen Sterne in einer Welt ein. Die nicht wirklich versteckt sind. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm oder so, aber es hat meiner Meinung nach einfach nicht Not getan. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man alte Sterne aus Mario 64 austauscht. Ja, diese Itty-Bitties, boah, die haben mich mega abgefuckt. Verbessert, statt einfach neue obendrauf hinzuzufügen. Denn im Original gab es auch echt viel Quatsch. Beispielsweise diese Mission, wo man einfach nur irgendwelche Itty-Bitties, das sind so, es gibt so Missionen bei Mario 64, da gehst du hin und auf einmal steht da 1. Und dann gehst du zu einem anderen Ort und auf einmal steht da 2 bis 5 und dann bekommst du einen Stern. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das in jedem Level so ist, aber manchmal siehst du so ein Glitzern und das sind diese Itty-Bitties. Itty-Bitties, keine Ahnung. Warum heißen die überhaupt so? Stellen auf der Welt berühren muss. Das ist einfach super random und hätte man leicht irgendwie aufbessern können. Oder sowas wie den Sternen-Worms. Ja. Dieser Stern ist sowieso, also ich bin tatsächlich ohne Hilfe darauf gekommen, dass da ein Stern ist in der Wand. Aber auch nur, weil ich mich aus Spaß dagegen geschossen habe. Fortress, der einfach in der Wand ist. Ich weiß, Canonless ist ein super spaßiger Trick, aber wenn man es mal nüchtern betrachtet, wie random ist dieser Stern dort? Wie soll das man ohne... Das ist so random und daran haben sie nichts geändert. Hilfe darauf kommen, dass der dort drin ist. Das wurde allerdings so ziemlich gar nicht gemacht, sondern stattdessen einfach nur Sachen obendrauf geaddet, die finde ich nicht wirklich viel zum Spiel beitragen und alles in die Länge ziehen. Mit einer Ausnahme. Es gibt nun neue Bosskämpfe und die sind ultra cool. Gibt zum Beispiel den Goomba-Boss, den man mit seinen eigenen Kindern beschießen muss. Das ist ultra nice gemacht. Ansonsten wurde an den Welten... Und es gab so eine Art Multiplayer. Also was heißt Multiplayer? Es gab so eine Art Deathmatch. Das war cool. Wirklich viel geändert, was aber auch voll in Ordnung ist. Die Welten sind ikonisch und da muss man jetzt, finde ich, auch nicht so wirklich was dran ändern. Ich weiß aber sehr zu schätzen, wie die... Boah, mich triggert, ey, sorry, aber mich triggert dieser riesige Boden. Zu schätzen. Also ich weiß, viele hassen den Void, viele hassen es, da immer wieder runterzufallen, kann ich verstehen. Aber irgendwie fühlt sich das kaum, es fühlt sich echt falsch an, dieser Boden hier. Das fühlt sich einfach, vor allem ist er auch so komplett leer. Wie die ein oder andere Welt dann doch aufgehübscht wurde. Beispielsweise TikTok-Clock sieht nun viel, viel schöner aus als noch im Original. Abgesehen von diesem Boden. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ich habe aber das größte Manko an Mario 64 DS noch gar nicht erwähnt. Komm, Ulti. Etwas, die Steuerung. Was für mich das sei ganze auf meiner Spiel, Seite. Egal wie sei, gut ja, irgendwas Movement. War. Mario 64 hat so ein geiles Movement, ne? Selbst aus heutiger Sicht. Du kannst dich so geil in Mario 64 für die Nintendo 64 bewegen. Sei es die Walljumps, sei es das BLJ, auch wenn es eher ein Glitch ist. Sei es, also generell, das Movement ist geil. Und auf einmal, und plötzlich spielst du Mario 64 DS und es ist so clunky. Es ist so clunky im Gegensatz zu Mario 64. Komplett runtergezogen hat. Das Movement. Man kann dieses Spiel nicht spielen, ohne dass man komplett wahnsinnig wird. Stück weit der Hardware geschuldet. Man musste das ganze Spiel halt mit einem Steuerkreuz spielen. Infolgedessen hatte Mario nur noch 8 Richtungen, in die er ging. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das, also gerade, vielleicht sehe ich das so ein bisschen aus der Speedrunner-Sicht. Und das reicht in keiner Welt für ein vernünftiges Movement. Also wirklich in keiner Welt. Konnte statt die gewohnten 360 Grad. Das Spiel hat so ein wenig versucht, das zu bekämpfen, indem man einen gewissen Weichzeichner hatte, so nenne ich das jetzt einfach mal, also Kurven, die die Illusion erschaffen sollten, dass man sich in 360... Ich muss sagen, diese Kurven haben mich extrem verwirrt, das erste Mal, wo ich dieses Spiel gespielt habe.
Grad bewegen konnte. Diese Kurven haben allerdings alles nur noch so viel schwammiger gemacht, wodurch man oft super schwer in die Richtung gehen konnte, in die man eigentlich wollte. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, Mario mit dem Touchscreen zu steuern, und ich weiß, viele schrecken da immer so ein bisschen auf, wenn es heißt Touchsteuerung, aber ich bin ehrlich, ich find's gut, dass diese Möglichkeit existiert. Die Kurven lassen sich hier echt besser nehmen als mit dem Steuerkreuz. Außerdem wurde eine Sprintentaste eingeführt, wie in den 2D Mario Jump. Das ist auch total unnötig. Das ist so ein Knopf mehr wegen gar nichts. Also bei Mario 64, bei dem normalen, rennst du einfach automatisch. Naja gut, du hast den Analogstick. Okay, gut, jetzt wo ich darüber nachdenke, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, selber auszusuchen mit dem Steuerkreuz, ob du langsam oder schnell rennst, weil du drückst ja einfach nur drauf und das war's. Aber bei einem Analogstick kannst du selber entscheiden, ob du langsam läufst, ein bisschen läufst oder komplett läufst. Und hier ist das ein Button. Jump'n'Runs. Das ist eine super schreckliche Entscheidung gewesen, da man neben dem Sprung- und dem Dive-Knopf jetzt noch einen dritten Knopf navigieren muss. Man muss also springen, diven und nebenbei darauf achten, dass die Sprint-Taste gedrückt gehalten wird, was einfach alles super nervig und umständlich und Das ist so eine Schande, da die Stärke beim Original ja gerade das Movement ist. Das Platforming macht einfach unfassbar Spaß mit Moves wie den Sideflip oder dem Wandsprung. In der DS-Version ist ein Sideflip könntest du niemals machen. Oder dem Wand. In Mario 64 DS. Also Balljump into Hechtsprung, um auf dieser Insel zu kommen. Sideflip oder dem Wandsprung. In der DS-Version ist ein Sideflip nur sehr schwierig ausführbar aufgrund der Kurven, die ich gerade erwähnt habe. Walljumps gibt es jetzt nur noch für einen bestimmten Charakter und allgemein wurden diese hart eingeschränkt. Beispielsweise kann man keinen Walljump mehr nach einem Weitsprung ausführen. Warum? Warum es nimmt man das raus? Es so viele Movement-Möglichkeiten einfach entfernt oder unnötig begrenzt. Das, was das Original so großartig gemacht hat, wurde in der DS-Version komplett über Bord geworfen. Dafür gibt es jetzt aber die Minispiele. Ich glaube, es ist ja okay, wenn man Mario 64 DS trotzdem geil findet, aber ich habe das Gefühl, bei vielen ist das auch einfach nur wegen Nostalgie. Also viele finden das geil, einfach weil die damit aufgewachsen sind, weil die es mit schönen Zeiten assoziieren, und Nostalgie ist dann der Grund, warum sie das Spiel geil finden oder sogar noch geiler als Mario 64 für die N64. Und als jemand, der erst das Original gespielt hat und dann irgendwann 10 Jahre später die DS-Version? Nee, natürlich könnte man mir jetzt auch vorwerfen, ja, du bist bestimmt auch nur nostalgisch, weil Mario 64 dein erstes Game war und du warst dann noch viel jünger und so weiter und so fort. Aber ich finde, man kann schon objektiv sagen, dass das Movement von Mario 64 tausendmal besser ist als von der DS-Version. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Für mich persönlich war Mario 64 DS einfach keine gute Erfahrung. Es hat nicht wirklich Spaß. So eine nostalgische Aussage von mir wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich finde die Kamera nicht so schlimm. Ich finde die Kamera wirklich nicht schlimm, aber aus heutiger Sicht, also aus dem, wenn man das aus dem heutigen Standard betrachtet, ist die Kamera von Mario 64 wirklich nicht gut. Die ist wirklich nicht gut. Und ich kann es auch verstehen, dass viele das sagen. Aber weil ich halt damit aufgewachsen bin, finde ich es auch nicht schlecht. Gemacht, und es gibt einfach keinen wirklichen Grund, diese Version zu spielen, statt einfach das Original. Weniger ist manchmal einfach mehr. Trotzdem möchte ich das jetzt nicht so hinstellen, als wäre das das schlechteste Spiel der Welt. Es gibt bestimmt schlimmere Sachen als Mario 64. Nee, also man muss einfach anerkennen, das ist voll krass, dass dieses Spiel auf der normalen DS überhaupt lief. Also jetzt mal for real. DS, zum Beispiel Hitler. Ich kann aber mit gutem Gewissen sagen, dass es wohl das Beste ist, wenn wir das Spiel weiterhin erstmal in der Vergessenheit lassen. Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel Hitler. Ah, geil. Geil, 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 geil. Drip, drop, drop.